Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße euch hier im Rathaus der Stadt Erkner zur Eröffnung des diesjährigen Jugendkunstpreises. Und wir haben natürlich, wie aus Tradition, schon lange gelebt, die Ausstellung hierzu im Rathaus hängen, auch wenn leider im Moment durch pandemische Bedingungen nicht ganz so für die Öffentlichkeit. Aber dazu wird Ihnen gerne Frau Riedel, die Hauptorganisatorin und Chefin des Ganzen, ein paar Worte sagen. Frau Riedel, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ja, ich möchte gerne zu dieser Ausstellung etwas sagen. Morgen, Herr Pilz, hätten wir ja eigentlich unseren großen Tag, beide auch hier. Morgen war eigentlich die große Preisverleihung geplant und Herr Pilz hat ja schon gesagt, aus Corona-Gründen muss leider alles ins Wasser fallen. Aber wir freuen uns, dass wir wenigstens die Ausstellung hängen durften und dass die hier im Rathaus ist. Und ich denke auch, dass so nach und nach einzelne Besucher sich das auch auch angucken können. Wir haben uns sehr gefreut, dass unsere Ausschreibung trotz Corona-Jahr angenommen wurde. Es ist ja der 12. Jugendkunstpreis. Eigentlich wäre es der 13., aber im vorigen Jahr mussten wir auch schon alles ausfallen lassen. Und so ist es jetzt der 12. in Folge. Und als wir die Ausschreibung auf den Markt brachten, haben wir gedacht, na, mal sehen, ob das was wird. Aber es sah ja ganz gut aus. Und danach trübte sich die Lage wieder ein. Aber die Jugendlichen haben trotzdem etwas gemacht und haben uns sehr schöne Exponate eingeschickt. Wir haben etwa 200 junge Leute, die sich beteiligt haben. Es ist ja ein Jugendkunstpreis der Stadt Erkner in der Altersgruppe 14 bis 18 und 19 bis 26 Jahre. Und er wird in drei Kategorien ausgeschrieben, in bildender und angewandter Kunst, in Literatur und in Musik. Literatur ist erfahrungsgemäß immer die schwächste Abteilung und so war das auch in diesem Jahr wieder. Aber in den anderen Bereichen haben wir sehr schöne Arbeiten bekommen. Wir haben auch nach wie vor unsere Freunde aus Gorchow und aus Georgien dabei, die sich jedes Jahr am Jugendkunstpreis beteiligen. Und zu normalen Zeiten hätten wir garantiert morgen wieder eine Delegation aus Gorchow hier dabei. Also jeder, der sonst immer so eine Einladung bekommen hat, der wusste, ich bin dabei. Also vielleicht muss man es eigentlich nochmal sagen, möchte mich nochmal bei Frau Riedel bedanken, natürlich auch bei meinen Mitarbeitern im Rathaus, allen drum und dran, dass es hier so funktioniert, dass die Ausstellung für ihn noch ist und Sie sind alle natürlich herzlich eingeladen. Schauen Sie sich das bitte an, wenn Sie die Möglichkeit haben. Es sind wunderschöne Exponate dabei, muss man eindeutig so sagen. Ich habe natürlich den schönsten Arbeitsplatz, weil ich kann mir die Sachen täglich anschauen. Aber wie gesagt, wir laden alle recht herzlich dazu ein. Schauen Sie sich an, was die Jugend künstlerisch leisten kann. Wir haben beim Jugendkunstpreis keine speziellen Vorgaben. Es gibt weder Vorgaben zum Thema noch zur Technik. Es ist alles möglich, alles kann man machen, alles kann eingeschickt werden. Aber in diesem Jahr haben wir uns auch auf Corona bezogen und haben gesagt, wir nehmen noch ein Thema extra dazu und das ist das Corona-Thema. Das kann man ganz ernst, das kann man witzig, das kann man als Bild, als Foto, als Geschichte aufschreiben. Es ist alles möglich gewesen und wir sehen hier zum Beispiel eins, was ich auch ganz gut gelungen finde. Ein Mädchen aus Fürstenwalde, 21 Jahre, hat die Helena, die hat das hier Aerosole genannt. Ein Foto oder diese drei Fotos bekommen auch einen Preis. Hier stelle ich drei Fotoarbeiten vor von der Regine-Hildebrand-Schule aus Erkner, die sich auch mit dem Thema Corona beschäftigt haben und das auf ganz andere, bisschen witzige Art und Weise dargestellt haben. Auch eine Arbeit, die ganz andere Züge aufweist als zum Beispiel das, was wir eben gesehen haben. Aber Sie werden dann auch sehen, wir haben hier nicht nur Corona. Wir haben uns erst überlegt, machen wir die obere Etage nur Corona-Arbeiten und die untere Etage anders, aber das geht nicht. Dann wäre das eine vielleicht auch zu traurig geworden, wenn wir nur die eine Seite hätten. Und so haben wir das ein bisschen gemischt. Und hier haben wir zum Beispiel zwei Arbeiten, die uns aus Georgien eingeschickt wurden. Einmal ein Sommerbild mit herrlichen Sonnenblumen und hier neben ist eine Herbstlandschaft. Und wenn wir weitergehen,
Ein Mädchen aus Rüdersdorf, 16 Jahre alt, die sich ganz anderen Themen widmet. Dieses heißt zum Beispiel gebunden. Muss man sich überlegen, was das bedeutet. Ich denke, die Leute können damit etwas anfangen. Und hier könnte ich mal zwei Arbeiten vorstellen von einer Teilnehmerin aus Frankfurt-Oder, die Fotomanipulationen gemacht hat. Auch etwas, was in der letzten Zeit häufiger eingeschickt wurde. Da sieht man, dass die jungen Leute doch sich mehr mit den modernen Medien auskennen und gerne damit arbeiten. Was ganz anders ist, hier ist ein 16-jähriges Mädchen aus Berlin-Steglitz. Die hat zufällig unsere Ausschreibung in Fredersdorf, glaube ich, gefunden und hat das mitgenommen und sagte sich, oh, kannst du ja mal mitmachen. Und sie hat uns dann auch erzählt, dass sie gerne mit getrockneten Pflanzen arbeitet und die so einarbeitet in ihre Malereien. Ist mal etwas ganz anderes, sowas hatten wir bisher auch noch nicht. Gut. Hier sind noch Fotos von einer 19-Jährigen aus Storkow, die vielleicht, wenn sie etwas größer gewesen wären, noch besser gewirkt hätten, aber wir fanden die Thematik gut. Erstmal letzter Abend im Nest heißt das hier oben, diese Störche dort, und hier unten das Foto nennt sie allein. Muss man auch genau hingucken, ein Mann in seinem Boot im grauen Nebel auf dem Wasser. In auch eine Fotografie, ganz interessant gemacht, von einer 18-Jährigen aus Kagel. Maggie hat hier ein Foto, wo man erstmal genau hingucken muss. Im ersten Moment dachte ich, oh, ist das Glas gesprungen? Nein, es sind zwei Scheiben aneinander und hier hat sie ein Draht drin. Das nennt sich Stoppt Gewalt gegen Frauen. Und hier sind zum Beispiel auch zweimal digitale Malerei, etwas, womit sich junge Leute heute gerne beschäftigen, und ich finde auch zwei sehr gelungene Beispiele von zwei Schülern aus dem Oberstufenzentrum Fürstenwalde. So, hier stehe ich jetzt vor einer Gruppenarbeit, die einen ersten Preis bekommt. Das sind Schüler der 10. Klasse vom Gerhard-Hauptmann-Gymnasium aus Berlin-Friedrichshagen. Die haben sich in der Corona-Zeit mit Food-Photography beschäftigt. Und dabei sind sehr schöne Arbeiten herausgekommen. Es waren insgesamt 18 Schüler und hier sind also nicht nur die vier dort, sondern hier ist alles genau beschrieben. Und hier sind auch noch mehr Arbeiten. Und dann kommen wir mal hier zu einem ersten Preis in der Altersgruppe 19 bis 26, eine Teilnehmerin aus Fürstenwalde, nennt ihre Arbeit hier Unter Wasser oder Monochrom, und diese drei haben also so eine Ähnlichkeit. Das Beste, glaube ich, ist das hier in der Mitte. Zumindest hat sie für diese drei Arbeiten einen ersten Preis bekommen. Und das letzte hier heißt Coming Out. War eine Arbeit von einem 17-Jährigen aus Tbilisi, Georgien, der sich dem Mittelalter widmet und gerne solche Arbeiten macht. Und das ist alles eine Bleistiftarbeit, ja? Das ist schon eine sehr diffizile Sache und ganz toll gemacht. Nun zeige ich hier einen ersten Preis in der Altersgruppe 14 bis 18. Ein 15-Jähriger aus Spreenhagen, der geht hier in Erkner aufs Karl-Bechstein-Gymnasium, hat hier eine digital erstellte Vektorgrafik eingereicht. Und vom Aufbau her fand die Jury, ist das sehr gut gelungen, überhaupt die ganze Arbeit. Mir bleibt mir nur noch zu sagen, dass die Ausstellung bis zum 28. Februar zu sehen ist. Und wir Kunstfreunde würden uns freuen, wenn viele Besucher kämen. Wer sich die Ausstellung anschauen möchte, kann das natürlich tun, aber unter strengen 3G-Regeln hier im Rathaus und auch nicht ein Massenauflauf wird erwartet, aber ich denke, so wird es auch nicht sein. Doch wenn jemand sagt, oh, da hängt mein Bild und ich möchte mal gerne mit meinem Vater oder Mutter oder Oma mir das angucken, dann kann er sich sehr gerne hier vorher anmelden und dann die Ausstellung besichtigen.
Musik.